schönes Bild, wenn er da kommt. Und noch einmal, das Hochinteressante bei ihm, er schaut echt aus wie ein Birkenstamm. Ist er auch auf seinen Flügeln. So, wir haben jetzt also den Wanderfalken uns kurz angeschaut. Die Pila und die Kitty als Wanderfalken hier. Und die Kitty, muss ich doch mal dazu sagen, macht das Ganze mittlerweile echt sehr beständig. Und die hat auch hier schon Beute gemacht in Form von Krähe und Ente. Finde ich auch hochinteressant und spannend, wenn man weiß, dass diese Vögel jagen können. Und wenn sie dann trotzdem hier bleiben, also das ist ja eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte. So, der Dodo, der macht jetzt ein bisschen auf richtig. Den muss ich da von dem Block nochmal hier zurückrufen, damit wir den Adler fliegen können, den Weißkopfseeadler Sam. Der Sam ist 26 Jahre alt und das sind zwei echte Menschenjahre, 26. Und die... Und kam aber dann selber wieder zurück, der Adler. Nach 8 Tagen kam er wieder. Hat sich dann wieder bei uns soweit eingelegt. Nämlich zunächst auf Schild, mit dem wollen wir nachher noch sprechen. Dass er ein bisschen aus der Schusslinie ist. Er lässt uns sitzen. So, Baba, machst du schön mit? Schön. Kannst du lautlos fliegen? Siehst du am Tag und siehst du auch in der Nacht? Besitzt du einen Schleier im Gesicht, der dein Gehör unterstützt? Baba? Und du bist ein sibirischer Uhu und liebst die Birken, weil das die beste Tarnung für dich ist. Korrekt? Und wenn wir mal von hinten anschauen, der schaut echt aus wie ein Birkenstamm. Und sein erster Freiflug ging auch in die Birke. Gell? Vor 17 Jahren. Jetzt fliegt er zurück an seinen Platz, Haus Nummer 1, das macht er ganz gern. Da ist er dann zufrieden, kriegt seine Belohnung und sagt sich, jetzt mache ich Siesta, jetzt mache ich nichts mehr. Die Vögel sind grundsätzlich faul. Das muss man ganz klar sagen. Ein Greifvogel ist eigentlich faul, weil er sagt, ich fange mir einmal was, wenn es geht, und dann setze ich mich dahin und verdau. Alles andere kostet mich nur Kraft und ich muss wieder zum Jagen gehen. Also das rechtfertigt auch die Anbindehaltung, meine Damen und Herren, weil die Mentalität eines Greifvogels so tickt. Und trotzdem haben wir heuer hier in Auftrag gegeben, neue Volieren, meine Damen und Herren. Großzügige Volieren, wo jeder Vogel seinen Platz hat da drin und in Zukunft dann von diesen Öffnungen rausfliegt. So, Baba kommt.